Noch irgendwie. Ach, Rumi, warum hältst du nicht einfach deine verdammte Fresse, echt? So. Gleiches Spiel nochmal. Kennst du ja von gerade. Behind his back, new beef and grease steaks. Hot shot foes, sharp time to hate. Caught him at a demo of a kid's display. Erstmal kannst du was dazu, würde ich sagen, im Moment. So, hier. Schön Anlaufpunkte. Das zu. Nee, das nicht zu. Doch, das zu. So. Auch nicht mehr reinfallen. Auf dass das nächste Loch sich auftut. Und das Ganze dann halt mit Clean zu kleistern hier. Ich glaube, da werden wir noch zwei, dreimal hin und her müssen, um uns Clean Stones aus den Kistbones zu holen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir damit auskommen mit dem, was wir da haben. Jetzt gleich beim nächsten Zurückwanderungsweg oder Rückwanderweg nochmal ein paar Stacks in die Ofen klatschen. Graben, bis dass wir hier Inventar soweit voll haben. So, die Feinheiten werde ich dann irgendwann mal machen. Sprich den Brunnen, der am Rand steht und irgendwelche Baumpötte und ach, was weiß ich nicht was. Krass, ey, die Schaufel schon so weit kaputt ist. Aber ich meine mal ehrlich, hätten wir uns hier jetzt Eisenschaufeln gemacht, wie viele hätten wir mitnehmen müssen? Ich kenne das Spielchen, ja. Was hab ich denn noch? So, ich geh jetzt mal kurz Blümchen pflanzen. So. Die Kerne kann man auch wegschmeißen. Das sind ja einige. So, also haben wir jetzt noch ein bisschen Platz im Inventar und können noch ein bisschen Erde mitnehmen. Erstmal hier weiter, weil hier alles punktfrei ist. Wenn ich noch zusätzlich gerumpelt im Inventar denn haben. Oh, ja, hier werden wir auch noch mehr Erde los. Gut. Hier komplett. Und das hier gleich bestücken müssen mit Erde.
Und es ist auch schon soweit. Zack, 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 zack. Das Spielchen kennen wir ja schon. So. Hier weiter rausgraben. Gleich schon wieder unter, ich fass es nicht, ey. Du kannst mal sehen, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man hier so eine stümperhafte, langweilige Arbeit im Endeffekt macht. Stupide Arbeit, sag ich mal. Hoppala. Aber wie ich gesagt habe, ich möchte zumindest die Platte in der Aufnahme noch fertig kriegen. Schon dreiviertel Stunde wieder vergangen. Ich wollte ja eigentlich noch Folgen hochladen bzw. zurechtschneiden und sowas. Hoppala. Ja, die Kölner, die werde ich jetzt mal irgendwo hinklatschen hier. Jetzt hätte ich die Hühner brauchen können. Hätten schon die Kölner fressen können, hätten sie füttern können. Nehmen die Dinger los und die sind glücklich. So, können wir hier weitermachen? Boah, hier im Zimmer, wo ich gerade sitze, ist so derbst warm. Obwohl es draußen eigentlich einigermaßen angenehm ist, wenn ich ehrlich bin. Aber keine Ahnung, ich kriege jetzt hier gar nicht mehr raus, egal was ich mache. Ich muss letzte Nacht sogar mit dem Ventilator pennen. Das mache ich eigentlich sehr, sehr ungern. Ich freue mich ja über den Sommer, aber dass sich die Bude denn so aufheizt, ist enorm. So. Tun können. Ja, ein Cobblestone, aber wobei, wenn ich hier unten einen Cobblestone reinsetze, haben wir noch Platz für ein weiteres 64er Paket. Wenn wir Glück haben, ist es sogar genau das, was wir hier haben. Blümchen, du bleibst liegen. Ja geil, er hat ihn auch mit der Erde. Die gehen wir kurz wegklatschen und dann heißt es Cleans en masse mitnehmen. Boah. Da kann ich hier schon anfangen. Ach, wir haben ja noch 3 Sticks von Cleanstone. Egal. Jetzt erstmal die Erde loswerden. Die Cleanstones noch loswerden. Und dann gehen wir zurück.
haben uns das ganze Inventar mit Cleanstones voll und vergnügen uns hier praktisch. An unserer kleinen Domplatte, Pseudo-Domplatte da. So. Hoppala. Das kann hier drauf bleiben. Ich würde das jetzt mal abstecken, bis wohin ich überhaupt diese Linie hier ziehen muss noch. So. Genau. Ich das hier zu, dann habe ich nämlich einen Anlaufpunkt. Auf jeden Fall noch mit Knochenmehl lang gehen im Allgemeinen später. Das auch nach Wiese und so weiter aussieht. Ich habe die Tage noch so drüber nachgedacht, was eigentlich eine coole Verbesserung für das Game hier wäre. Ich meine, jetzt hat man die Pferde, die man auch reiten, tamen kann und sowas. Was es aber noch zusätzlich geil wäre, wo man auch ein zusätzliches Inventar hätte, ist Rucksack. Ohne Mod, sondern direkt von Haus aus, also vom Game aus. Das wäre doch mal nice, auf jeden Fall. Fände ich geil. Hätte was. Ein bisschen was mehr mitnehmen kann, dann hätte man noch nicht ewig diese Probleme, besonders hier beim Terraform. Man müsste zigtausend Mal hin und her rennen. Und auch wenn man Erkundungstouren macht oder Ressourcen im Allgemeinen sucht und in der Mine unterwegs ist, muss man nicht jedes Mal sagen oder sich entscheiden, hier, das muss ich jetzt wegschmeißen, weil ich hätte doch lieber dies und das und bla und hopsasa. Sondern könnte einfach munter weiter kraxeln und suchen und farmen und keine Ahnung was. Das wäre auf jeden Fall da was Geiles, was in Minecraft kommen könnte, nach den Pferden. Pferde waren ja auch ursprünglich nur mit Mod verfügbar. Und jetzt mit dem neuesten Update 1.6.0 kamen diese ja mit fertig ins Game rein. Ja, aber auch vorher erst von Modern mühsam praktisch ins Game eingefügt. Ich muss noch was essen. Gestaltet sich der Server doch auch mittlerweile schon ziemlich nice hier. Na, wir erinnern uns zurück, wo wir mal angefangen haben, direkt auf dieses Dorf getroffen sind, was wir uns dann praktisch zu eigen gemacht haben. Und was daraus ist geworden, ist das große Fort und jetzt diese anderen Bauten, die sich da angrenzen und schon ziemlich nice, auf jeden Fall. Einen Lebensraum haben wir uns hier auf jeden Fall schon mal geschaffen. So. Oh, geil. Die drei Stacks hier noch wegklatschen. Wie es aussieht, wird schon wieder dunkel. Tatsache. So, habe
Ich dachte, wir das schnell hier noch hinkriegen. Damit wir endlich da auch einen Strich auf der Liste abhaken können. Den Kölner Dom. Hoppala. So viel nur noch die Brücken. Und die sind ja nicht das Problem. Da muss ich mir nur noch überlegen, wie genau ich das machen werde, aber so im Großen und Ganzen hat es mit dem Kölner Dom ja auch so auf Anhieb geklappt. Bin ich auch ohne große Vorstellung dran gegangen. Maßstab ein bisschen kleiner gesetzt wie auf meinem Einzelspieler-Server, also Offline-Server, und ja, ist gut geworden. War es auch schon. Dann werden wir schnell zurückeiern. Muss die Taschen mit Cleanstones vollhauen. Ich denke mal, ein, zweimal werden wir auf jeden Fall noch hin und her rennen müssen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt gleich, wenn wir das Inventar mit Cleans voll haben, damit auskommen werden. Ja, man soll niemals nie sagen. Och nee, was ist das denn? Ich hab's doch ausgeschaltet. Ja, in 5 Minuten wisst ihr Bescheid, ne? Ich werde die Aufnahme weiter laufen lassen, ist nur ein kurzer Restart. Und... ja, passt. Obwohl, wie gesagt, ich hab's eigentlich ausgeschaltet. Ich raff jetzt nicht, warum der neu starten will. Keine Ahnung. So... und in den 5 Minuten einfach mal, wie weit wir kommen. Ich weiß gar nicht, ob Pferde eine Weide brauchen, so wie Schafe, oder ob sie in dem Stall praktisch auch leben können. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt kommt die irgendwie noch, ne? Ich keine Kerne mehr ab. Mich jetzt schon, dass der Server neu starten will. Ich kann da großartig nichts zu sagen, genauso wie mich das interessieren würde, ob man den Server so setzen kann, dass es nicht dunkel wird. Zumindest für die Bauphasen ganz interessant. Weil ich habe in den Optionen nicht wirklich was gefunden. Ich bin auf dem Nitrado-Server. Und da findet man sowas nicht standardmäßig. Es sei denn, es gibt noch ein Untermenü, wo ich das praktisch übersehen habe. Oder es praktisch anders nur benannt ist, aber sonst... und mit Mods draufklatschen, da kenne ich mich nicht so aus. Also da habe ich mich auch noch nicht mit beschäftigt. Machen müsste ist da hinten an der Ecke ist praktisch so eine kleine Sitzgelegenheit mit dem kleinen Stück vom Dom, so ungefähr so eine kleine Ruine, ob ich das auch noch dahin mache. Das ist aber, wie gesagt, gehört mit zu den Gimmicks, muss ich mal gucken.
ich weiß nicht. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal hin und her. Kommt zwar gut voran, aber ihr seht auch, wie viel Cleanstone da im Allgemeinen noch drauf geht. Oh, eine Minute noch. Aber wir wissen ja praktisch, wie schnell das geht mit Restart. Ich kann so gut wie sofort wieder einloggen. Also auf jeden Fall jetzt nochmal Tag machen, schnell. Wo wir jetzt gleich geschmissen werden. Ich muss unbedingt die Schaufel reparieren auch. So, soll ich jetzt gleich geschmissen werden und kann ich direkt wieder einloggen? Sag ich einfach mal bis gleich. Kann nämlich sein, dass die Aufnahme unterbricht oder auch nicht. Na? Jawoll!